Hallo meine Lieben, ich habe hier ein Tauschpäckchen und zwar habe ich mit der lieben Heike von Bastelmix einen Tausch ausgemacht und zwar wollten wir eine ATC tauschen und so einen Ticketstreifen und als Thema hatten wir Jellyplate Papier als Hintergrund, aber sie hat mir schon gesagt, dass man von ihrem Jellyplate Papier gar nichts mehr sieht. Da bin ich gespannt, da ist wohl ziemlich viel los und ziemlich viel zu entdecken. Ich habe hier die Adresse natürlich mal abgedeckt, aber ich habe hier mal die Marken offen gelassen, weil guckt mal, die sind nämlich gar nicht abgestempelt, die kann ich mir nochmal ablösen. Ja, cool. Genau, ich werde jetzt einmal kurz auf Pause drücken, werde das mal aufmachen, ganz in Ruhe und dann zeige ich euch natürlich, was drin ist. So, ich habe es einmal aufgemacht, ja, und ihr seht, ist schon ganz süß verpackt, hier mit bisschen Geschenkpapier überall so an den Seiten und dann auch hier, ja, nochmal gut verpackt. Ein Zipbeutel, den man weiterverwenden kann, sehr gut. Und hier oben haben wir ein kleines Goodie-Päckchen. Na, neugierig? Na, auf jeden Fall. Und hier drin sind ein paar, ich weiß immer nicht, wie die Dinger heißen. So bunte, mache ich das jetzt auf. Ja, kommt, ich mache es jetzt mal auf. Also ihr wisst garantiert schon, was es ist. Und ach, das verklebt. Nee, das kriege ich leider nicht heile auf. Oh, da hat sie ganz fest, ganz starkes Klebeband genommen. Zack. Aber das Papier ist auf jeden Fall schön. Und ihr seht mal, da hat sie sich auch noch die Mühe gemacht und hat die Ecken auch noch abgedunkelt. Sehr schön. Und wo ist denn jetzt hier die Öffnung? So, da oben sehe ich gerade, hat sie ja auch noch geklammert. Also gut verschlossen auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal. Ach, guck mal, hätte ich vielleicht gar nicht das abmachen brauchen. So, versuche ich mal hier an der Seite einfach so ein paar Teile rauszuholen. Die reichen ja schon. Dass ihr mal seht. So, das sind halt diese Halbkugeln sozusagen. Kann man dann ja irgendwo mal als Deko, so wie hier jetzt gerade, passt auch farblich gleich, wo es hingefallen ist, schön als Deko einfach mit draufkleben. Jawohl. So. Ja, früher war man immer ganz heiß auf alles Mögliche, was selbstklebend ist. Und mittlerweile sind solche Sachen schon besser, die man selber aufklebt, weil der Kleber von den selbstklebenden Sachen irgendwann nicht mehr klebt. So, das kriege ich aber, glaube ich, nicht auf. Ich glaube, ich habe gesehen, kann ich das Bändchen nämlich auch noch wegpacken. Und, jawohl, ordentlich ausgepackt. Ich bin gespannt, wie die Teile aussehen. Okay. Da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr drin. Ja, und sie hat sich bei mir beschwert, dass ich ein bisschen mehr reingepackt habe. Und hier ist ja jetzt gerade gleich nochmal mehr. Jetzt bin ich am Überlegen, ob das hier vielleicht Post ist oder sind hier die Tauschsachen drin. Hier sind Goodies drin, da ist ein Goodie. Das hier. Bin ich gerade überfragt, was mache ich jetzt zuerst auf? Also hier sehe ich gerade, da ist ein Tee drin. Den mache ich jetzt mal auf. Ja, auch mit einem schönen Spruch. Ja, will wieder nicht scharf stellen. Ach, immer das alte Problem. Ich glaube wirklich, ich muss meine Kamera mal höher stellen, dass dieses scharf-unscharf auch mal weggeht. So, jetzt gucken. Ah ja, okay. Ich versuche mal, wie ich das aufkriege. So. Okay, und hier haben wir ein Waldbeere-Tee drin. Jawohl, den werde ich dann mal probieren.
Ja, weil ich es jetzt hier schon sehe, mache ich dann hier mal diese Holzteilchen, hat sie mir hier eingepackt. Finde ich super, der Fotoapparat ist cool. Ja, einmal so ein Stempel noch drauf, mit wann wir den Tausch denn gemacht haben. Ja, auch cool, dann hat man das immer so ein bisschen als Erinnerung. So, leider ein bisschen kaputt gegangen. Und jetzt hole ich das auch mal alle mal raus und zeige euch die gleich mal einzeln. Achso, und das hier hat sie ja, schön dekoriert und mehrere Sachen vorne drauf geklebt. Auch so eine selbstgemachte Briefmarke und der Kiekste. Den hatte ich schon in irgendeinem Video von ihr gesehen, diesen Stempel. Ja, und ganz süß das Tütchen verziert. Erinnert mich von den Farben her auf jeden Fall an die Tüte, die ich dir gemacht habe. So, und dann haben wir hier einmal so ein Holzhäuschen. Und da muss ich auch direkt an ein Video von ihr denken. Und zwar das allererste Video, was ich von ihr gesehen habe. Ich war nämlich auf der Suche nach Ideen für ATC-Karten, also für ATCs. Und habe dann ihr Video gesehen. Mit dem Vorschaubild habe ich halt die Farben gesehen, habe gedacht, boah, Hammer, das sind ja genau meine Farben und das sieht so toll aus. Und da waren auf diesen Karten auch, sie hat dann aus den Resten solche Häuschen gemacht. Und ja, einfach ausgeschnitten halt und dann eben die Ränder mit Schwarz, dass sich das nochmal abhebt. Und das sah so, so, so toll aus. Also guckt auf jeden Fall bei ihr mal vorbei. Bastelmix und schaut euch dieses Video an. Das ist echt toll. Also ich werde ihren Kanal natürlich unten auch verlinken und dann guckt ihr auf jeden Fall, müsst ihr wirklich sehen. Es sieht so, so schön aus. Und hier haben wir, ach, das passt. Im April heiratet eine meiner besten Freundinnen und das passt sehr gut mit dem Just Merit. Da kann ich die für ihre Karte oder so verwenden. Cool. Dann haben wir hier ein paar Holzhäschen. Auch ganz süß. Zack. Und hier habe ich eins, wo ich mir selbst was drauf machen kann. Ja, ganz cool. Da kann ich vielleicht meinen Dremel endlich mal ausprobieren. Den habe ich nämlich immer noch nicht verwendet. Ich hatte, glaube ich, in irgendeinem Video habe ich es mal erzählt. Ich habe mir so eine kleine Maschine von Dremel halt gekauft. Und da kann man gravieren. Also auf Holz, auf Glas, auf alles Mögliche. Kann man da halt gravieren, auch auf Metall und so. Und genau, da habe ich jetzt erst einmal mitgearbeitet. Und das ist ja wieder mal eine gute Gelegenheit, hier was mitzumachen. So, dann haben wir hier diese süßen Fotoapparate. Total süß. Ja, und da meine beste Freundin und ihre Mama gerne fotografieren, werde ich da bestimmt mal eine Karte für die beiden ausmachen. Gestern habe ich gehört, dass meine Freundin tatsächlich manchmal doch meine Videos guckt und besonders diese Tauschvideos. Also ich muss jetzt doch ein bisschen vorsichtiger sein mit den Dingen, die ich hier so erzähle. Ich bin nämlich immer davon ausgegangen, ach, die gucken das sowieso nicht. Da kannst du erzählen, was du willst, aber anscheinend doch noch nicht. So, hier steht drauf, mach das Ding fertig. Der Stempel ist richtig cool. Wo hast du den her? Den brauche ich. Also ich weiß, du bestellst nicht von China, also nicht, der ist auf jeden Fall nicht von Ali oder so. Oder hast du das per Hand geschrieben? Das sieht sogar handschriftlich aus. Aber wenn das handschriftlich ist, dann hast du echt eine schöne Handschrift. Ja, das sieht bei dem Fertig, würde ich tatsächlich sagen, das sieht aus wie handschriftlich gemacht. Und ich bin jetzt auch drauf gekommen wegen den Smileys. Ja, hast du bestimmt mit der Hand geschrieben. Schöne Schrift. Cool, also das ist sowas hier mit dem Abstand und mit dem Dings kriege ich nicht hin ohne meine Helferlein hier. Also mit denen klappt das super. Ich hatte dazu mal ein Erklärvideo gemacht, wie die Dinger funktionieren. Aber wenn man jetzt einfach nur so ein Dings hier hat, dann braucht man ja nicht groß irgendwas mit ausmessen oder so, weil jemand drunter geschrieben hat, oh, das sieht kompliziert aus. Ist wirklich ganz easy. Ihr müsst halt nur wissen, wo ihr euren Text hinhaben wollt und wo die Mitte sein soll. Ja, in dem Video habe ich es halt sehr genau erklärt und da zeige ich dann auch, wie man halt die Mitte von einem Papier findet und so. Genau, aber das braucht man ja nicht immer. Ja, sehr cool. Halte ich mich hier an der Handschrift zu lange auf, aber das macht ja nichts. Ich habe irgendwie hier nicht so ein Ding rumfliegen, womit ich
Teile aufbiegen kann. Das sind auch irgendwie so ganz kleine Klammern, ne? So keine normalen. Vielleicht magst du mir mal erzählen, was das für eine Klammer ist, wo du damit so klein, hier guck mal, die sind doch viel kleiner als die normalen Klammern. Ja, vielleicht magst du mir mal erzählen, wo du das her hast. Ja, nachdem die Heike dann in ihrem Video, als sie meine Sachen ausgepackt hat, gesagt hat, ja, eigentlich ist sie nicht so ein Freund davon, mehr Sachen mitzugeben oder also, wenn man mehr Sachen mitschickt, Goodies quasi, also mehr als ausgemacht, findet sie nicht so gut, weil man hat ja auch schon so viel, ja, das stimmt, aber irgendwie ist es doch auch eine süße Geste, so finde ich. Und irgendwie hat sich das auch so ein bisschen eingebürgert. Also bei mir zumindest, wenn ich mit Leuten tausche, dann hat sich das immer irgendwie so eingebürgert, dass ich denen noch irgendwas anderes mit dazu tue. Weiß ich nicht. Aber ja, natürlich muss man das nicht immer. Vielleicht sollte man tatsächlich, wenn man einen Tausch ausmacht, auch vorher abmachen, ob man Goodies mit reinpackt, ja oder nein. Und wenn ja, wie viel. Weil wenn ich mir die Sachen jetzt angucke, ich habe halt so ein paar selbstgemachte Sachen mit reingetan. Und du hast aber schon doch auch hochwertige, bisschen teurere Holzteilchen mit reingetan. Ich weiß ja nicht, was hier jetzt, ich schätze, dass hier die LTC-Karte drin ist, obwohl die relativ dünn ist, ich weiß nicht. Hier habe ich zwar versucht reinzulupen, aber ich bin nicht ganz sicher. Könnte natürlich auch sein, dass die Karte hier drin ist. Ja, also von dem, was ich jetzt schon sehe, übersteigt es auf jeden Fall schon den Wert, rein materiellen Wert, den ich dir geschickt habe. Also ja, das ist dann immer das Problem. Da hast du schon recht mit den Goodies. Man packt dann irgendwas rein und dann für einen selber ist es vielleicht auch was Tolles und dem anderen gefällt es aber vielleicht gar nicht so gut. Und ja, der hat dann aber irgendwas Gekauftes reingetan und dann wird es schon wieder unfair. Also wenn du dich irgendwie so fühlst, dass dieser Tausch unfair war, dann sag mir das bitte, dann schicke ich dir nochmal was nach. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich auch immer, wenn man sich auf einen Tausch einlässt, dann muss man damit rechnen, dass man vielleicht mehr oder weniger zurückkriegt. Und es geht ja auch meiner Meinung nach nicht um diesen ideellen, also nicht um diesen finanziellen Wert, sondern für mich geht es wirklich um dieses Herzblut, was man in diese Sachen hineingesteckt hat. Und ja, man sieht hier an den ganzen Verpackungen und so, seht ihr, dass sie das wirklich mit Herzblut gemacht hat. Und das ist es für mich, worauf es ankommt. Also, ja, so genug. Okay, das, oh nee. Ich glaube, da drin bin ich super schlecht. Also, ich wüsste nicht mal, wie ich hier anfange. Gibt es hier auf dieser Seite überhaupt ein Grün? Hier gibt es gar kein Grün. So, seht ihr, da fängt schon an. Da muss man schon hier auf diese Reihe irgendwie ein Grün kriegen, damit man hier ein Grün hat. Den werde ich meinem Mann in die Hand drücken. Und der darf da gerne stundenlang dran rumknobeln. Aber für mich ist das überhaupt nichts. Also, nee, das ist nicht meins. Obwohl es jetzt natürlich in den Fingern juckt, nachdem man es, guck mal hier, jetzt habe ich zum Beispiel, hier habe ich schon grün gesehen. Ach, seht ihr? Ja, jetzt fängt es natürlich an zu jucken, aber nein, ich werde es nicht machen, ich werde es meinem Mann geben, weil ich weiß, das ist nicht meins. Also da werde ich wahnsinnig, wenn ich das dann nicht schaffe. Mal gucken, wie viele hier schon sind. Ich bewundere das immer, es gibt ja Videos, wo Leute diese Dinger innerhalb von Sekunden knacken, weil die genau wissen, wenn das so aussieht, dann wissen die genau, von der Schenkelrechnung, wie die das jetzt drehen müssen, damit dann der richtige, ja, die richtigen Winkel halt überall sind. Nee, nicht meins. Okay. So, ich mache mal mit dem hier weiter, weil ich weiß immer noch nicht, ob hier vielleicht sogar Post, aber ich glaube, Post würde auch draufstehen. Ich mache das jetzt einfach mal auf, weil ich nehme an, dass hier die ATC-Karte drin ist. Ich glaube nämlich, ich habe in ihren Videos gesehen, als sie so einen Umschlag für ATC-Karten gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist eine coole Idee. Deswegen mache ich jetzt mal gerade hier. Ach, cool.
ganz, ganz was anderes. Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil es so ein bisschen dünn ist. Und hier war irgendwie, ja, hier war es dicker und da war es wieder dünn und wieder dick. Die Karte, das hebe ich mir natürlich hier alles auf. Das wird alles wiederverwendet. Das hier glaube ich nicht. Aber ja, der Rest, auch die Stempel hier, das hebe ich mir alles auf. Und das wird alles schön wiederverwendet. Ja, und hier hat sie mir so einen ganzen Stapel von diesen süßen Tüten mit eingepackt. Ja, und die sind auch zuckersüß mit diesem Pünktchen. Sowas geht ja immer, ne? Vielen Dank. Echt cool. So, und jetzt kommen wir zu dem Tausch. Genau, jetzt bleibt ja nichts mehr. Liebe Nicole, ich hoffe, ich habe deinen Geschmack getroffen. Viel Spaß mit den Teilen und liebe Grüße, Heike. Ja, und wie ihr seht, sie hat wirklich diese mega schöne Schrift. Also so eine schöne Schrift habe ich auf jeden Fall nicht. Na komm. Super, super schöne Schrift. Und hier auch wieder so viel Mühe gegeben. Alles nochmal extra eingefärbt am Rand. Und ja, das ist halt alles viel Arbeit. Und ich finde, das muss man auch würdigen. Also sieht auch dieses Papier hier, gefällt mir sehr gut. Und Heike, ich bin fast überzeugt davon, dass mir die Sachen gefallen werden, weil bisher war alles, was ich auf deinen Videos gesehen habe, immer auch genau meine Farben. Und das, damit fängt es ja schon an. Wenn es die richtige Farbe ist, dann kann man schon nichts mehr verkehrt machen, glaube ich. So, ja, krass. Krass, krass schön. So, die Tüte, die ist hier hinten dran geklebt. Und die kann man jetzt aufmachen. Ich fange jetzt an mit dieser ATC-Karte. Schauen wir mal. So, und hier hat sie dann. Ja, sie hat gesagt, sie hat da kein Thema drauf geschrieben, aber theoretisch ist das doch ein Thema, ne? Also, du hast doch hinten was drauf gemacht. Ja. Stempulig. Na komm. So. Ach, jetzt habe ich. Warte mal. Jetzt muss ich gerade nochmal selber gucken, weil sie hat ja da jetzt ihren vollen Namen drauf geschrieben. Ja, aber ich denke, das ist okay, dass ich das zeige. Ich glaube, ich schreibe dir gleich nochmal privat, ob das okay ist, dass ich deinen Nachnamen zeige oder nicht, weil ja, nicht, dass du da denkst. Ach, guck mal, das ist auch cool. Sie hat hier noch Info. Also bei mir, ich habe mir hier auch so eine Dinger da gemacht. Na, wo habe ich die denn jetzt? Oh, jetzt muss ich die erstmal suchen hier in meinem Chaos mal wieder. Da. So sehen die aus. Genau, und da habe ich auch den Titel, das Datum und die Edition, also wie viele es davon gibt. Aber bei ihr sieht das natürlich viel, viel cooler aus. Ich muss meine Kartenhinterseite auf jeden Fall nochmal bearbeiten. Ja, das sieht ja bei ihr ganz, 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 ganz anders aus. Sie hat den Titel, dann auch, wer es gemacht hat. Und dann hat sie aber auch noch Info, also was sie benutzt hat. Distress Inks, dann Jelly Press, mit Stencils hat sie gearbeitet, mit Stempeln und mit Glitter. Und ja, also das ist natürlich nochmal cool, viel cooler. Und hier unten dann auch das Datum und trotzdem aber auch die Nummer. Und sie hat dann so eine Folgenummer halt. Das war jetzt der erste ATC, den sie dieses Jahr gemacht hat. Ja, finde ich sehr cool. Da muss ich meins auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Aber du kannst so schön sauber, so klein und eng zusammenschreiben. Das gelingt mir immer nicht. Bei mir sieht es wirklich nur ein bisschen schöner aus, meine Schrift, wenn ich groß schreibe. Also auf kleinem Platz fällt mir das immer schwer. Aber du hast das ja echt, kannst das echt gut. So, genug davon. Jetzt kommen wir wieder zu der Karte. Ja, und die Farben sind halt wieder total meine Farben. Und hier hat sie da überall nochmal im Nachhinein, glaube ich, drauf gemalt. Das sieht zumindest ein bisschen so aus, als wenn sie das nachgemalt hat und mehrere kleine Papierteilchen übereinander mit einem Datum, dann Remember und Stempelholik, was soll das bedeuten? Wie Alkoholiker, nur mit Stempeln, denke ich. Ja, ja, und du hast recht, man sieht jetzt nicht mehr wirklich, dass das ein Jellyplate-Papier war, aber ja, komm, ist doch
Wurscht, egal. Ich freue mich schon, wenn dieses Video hier online ist, weil sie hat gesagt, dass sie gefilmt hat, wie sie das gemacht hat. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe leider kein Video gemacht, wie ich die Sachen für dich hergestellt habe. Also ich hatte ein Video gemacht, wo ich das Jellyplate-Papier gemacht habe, aber nicht nur das für dich, sondern viele. Und davon hatte ich aber eins verwendet. Aber ich habe nicht gefilmt, wie ich die Sachen für dich gemacht habe. Das hätte ich eigentlich mal machen können. Aber gut, habe ich halt nicht. Glaube ich zumindest. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, ich habe es nicht gefilmt. So, und hier haben wir diesen super schönen Ticketstreifen. Ja, cool, cool, cool. Echt cool. Und hier einfach so hingekleckert. Einfach nur wild drumherum gemalt. Und es sieht super schön aus. Ne? Und ich versuche immer alles sauber und ordentlich. Und ja, halt, also da, auf sowas komme ich gar nicht. Da das so unordentlich dahin zu kritzeln, dass das gut aussehen könnte. Ja, und hier überall halt genau wie eben auch die ATC-Karte passend dazu. Ja, mega, mega schön geworden, die Sachen. Also die gefallen mir sehr, sehr gut. Und auch dieses Heftchen. Und ich werde auch die Sachen hier wieder reinpacken. Und die werde ich ich habe ein Fach in meinem Klacksregal, wo so fertige Sachen sind und auch getauschte Sachen, die mir besonders gut gefallen und die ich mir immer mal wieder angucken möchte. Oder was jetzt als letztes zum Beispiel da reingewandert ist, ist von Miss Fruchteis, der dieses Heftchen, wo sie die ganzen Bibelsprüche drin hatte. Das habe ich da zum Beispiel auch reingetan. Ja, und sowas hier kommt da auch rein. Und manchmal, wenn ich dann so hier sitze und ja, auch vielleicht keine Ideen habe oder es mir manchmal auch vielleicht mal nicht so gut geht oder so, dann nehme ich mir mal da irgendein Teilchen von und gucke mir das an und freue mich einfach drüber und tut meiner Seele dann gut. Genau. Also das wird natürlich nicht weiter vertauscht oder weiter verschenkt oder so. Das bleibt natürlich bei mir. Manchmal habe ich ja hier hinter mir, wenn ich dann meine Kamera, ich kann sie mal ganz kurz anmachen, dann seht ihr mich mal kurz. Achso, oh Gott, so groß, ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, macht nichts. Ja, hinter mir habe ich ja auch meine Wand. Da sind alle Sachen drauf, die mir mal so zugeschickt worden sind in Tauschpost, in Ü-Post und so weiter. Also Post, die landet immer da hinten an meiner Wand. Und wie ihr seht, da ist auch schon nicht mehr so viel Platz. Ja, ich möchte aber auch nichts von wegnehmen. Dann hängt halt noch was ein bisschen übereinander. Das stört mich nicht. Okay, ich mache mich mal wieder weg, weil die Qualität ist ja hier nicht so doll. Genau. Und ja, genau. Da meine schöne Wand. Da freue ich mich auch immer drüber, wenn ich da drauf gucke und dann mich über eure Post freue. Gut, ihr Lieben, ja, das war der Tausch mit der lieben Heike. Und ja, natürlich, wir hatten privat noch ein bisschen geschrieben. Und ja, also wenn du magst, ich tausche auf jeden Fall wieder gern mit dir. Wie gesagt, wenn irgendwas für dich nicht gepasst hat, schreib mir einfach privat und dann klären wir das auf jeden Fall. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.